Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute gibt es was zum Thema Beleuchtung auf dem Kopf. Und zwar nicht Kopflampen, sondern Helmlampen. Der ein oder andere von euch, der etwas mehrere Jahre auf dem Buckel hat, der kennt sicher noch das gute alte MS 2000 Strobe von der US-Armee. Im Prinzip ein kleiner Marker, der an die Piloten ausgegeben wurde, dass die in Notsituationen damit sowohl visuelles Licht als auch Infrarotlicht zur Verfügung haben, um mit Blitzen dann auf sich aufmerksam zu machen. Das wurde dann schnell missbraucht, sage ich mal, oder benutzt, dass man die Helme beleuchten konnte, um in Einsatzlagen dann halt auch entsprechend von oben, von Helikoptercrews, Flugzeugen gesehen zu werden und um den Hintermann auch ein eindeutiges Identifizierungsmerkmal mitzugeben. Hier habe ich jetzt für euch heute die Hellstar 5, meines Erachtens die beste Kopflampe, die es aktuell gibt. Was die jetzt ausmacht oder beziehungsweise warum ich die so gut finde, zeige ich euch jetzt gleich im Detail. Die Hellstar 5 von Core Survival ist im Prinzip nur ein relativ flaches Gehäuse mit einem elastischen Streifen daran, der die LEDs beinhaltet. Die Rückseite ist mit LED versehen. Core Survival bietet euch 9 verschiedene Varianten. Die heißen dann HS-50123 und so weiter. Die Unterschiede sind dann von der Bezeichnung her oder beziehungsweise von der Funktion her, dass die Beleuchtung unterschiedlich ausgelegt ist. Alle Lampen haben eine Gemeinsamkeit. Sie haben 3 verschiedene Modi, ja, je nachdem, was ihr für ein Modell habt. Das hier ist jetzt das HS-501. Da haben wir im ersten Modi weiß und grün blinkend. Im zweiten Modi haben wir grün Dauerlicht. Und im dritten Modi haben wir IR-Licht. Kann man jetzt hier nicht sehen. Ich habe noch ein Nachtsichtgerät hier. Das zeige ich euch gleich nochmal im Detail. Und unten ist ein Regler, der die Lampe dann ein- und ausschaltet. Das ganze Ding wiegt 80 Gramm mit Batterie. Betrieben wird das mit einer CR123. Der Hersteller schweigt sich ein bisschen aus, wie lange man die Lampe damit betreiben kann. Aber wir haben sie jetzt schon eine ganze Weile im Einsatz. Und da können wir noch keine Schwächen feststellen. Dadurch, dass es halt auch wirklich so Mikro-LEDs sind, die da verwendet werden, können wir von der sehr langen Lebensdauer ausgehen. Stoßfest, wasserdicht, Klett hält gut am Helm. Wir machen das jetzt mal fest und dann gucken wir uns das Ganze nochmal durchs Nachtsichtgerät an. Auch wenn der Klett relativ gut hält, empfiehlt es sich natürlich immer, so eine Lampe auch zu sichern. Gerade wenn man Fallschirm springt oder ähnliche Sachen macht. Dazu gibt es dann hier, das habe ich jetzt selber gemacht, aber gibt es auch von verschiedenen Herstellern, einfach einen Streifen Klett, der dann mit Bungee nochmal durch den Helm geschlauft wird und dadurch ist die Lampe dann natürlich auch sicher montiert. Ich bringe die jetzt mal an und zeige euch da parallel dazu die einzelnen verschiedenen Varianten, die man noch bekommen kann. Und dann schauen wir uns mal an, wie das Ganze am Helm aussieht und mit Nachtsichtgerät. Wie man hier sehen kann, kann man das Licht von oben sehr gut erkennen. Auch von hinten ist kein Problem, da den Vordermann zu beobachten. Was wir sehr schön finden, ist, dass im Vergleich zu anderen Modellen, wie jetzt zum Beispiel auch die Hellstar 6 vom Concorde Survival, was eher ein Ei ist, oder von S&S Precision, das Manta Strobe, ist auch ja eher eierförmig. Die haben halt zur Seite noch eine relativ hohe Leuchtwirkung. Das hat man bei dieser Lampe nicht, finde ich aber wie gesagt eher einen Vorteil, dadurch, dass man da nicht so viel von sich selbst preisgibt. Ja? Weil hinten ist jemand, der es sehen soll und oben ist jemand, der es sehen soll. Von der Seite möchte ich eigentlich eher nicht gesehen werden. Ich habe jetzt mal hier für euch die komplette Beleuchtung im Raum ausgeschaltet, dass wir wirklich nur die IR-Lampe sehen. Hier seht ihr es, es blinkt. Relativ hell, gut zu sehen auf jeden Fall. Das sind jetzt 2 Meter Entfernung. Ich werde jetzt nochmal eine Beleuchtung hier nebenbei schalten, dass man auch mal noch was vom Helm sieht.
So, jetzt habt ihr hier nochmal den Helm in der Beleuchtung. So, hier seht ihr meine Puppe, die mir immer gute Dienste leistet. Und da reicht wirklich das bisschen Licht vom IR-Strahler aus, um dem Nachtsichtgerät auch genügend Licht zu geben. Also selbst wenn man jetzt nicht die Variante hat wie ich mit dem Blinklicht, sondern Dauer-IR-Licht, reicht das dann auch schon aus, um dem Nachtsichtgerät bei absoluter Dunkelheit genügend Licht zu liefern, um ein klares Bild zu bringen. Damit sind wir am Ende der Vorstellung der Hellstar 5. Wir finden, es ist eine sehr gelungene Helmlampe. Durch die flache Form liegt sie schön am Helm an. Dadurch entfällt auch die visuelle Erkennung von der Seite, was wir eher als Vorteil als Nachteil empfinden. Und im Vergleich zu anderen Helmlampen, die eher in Eierform sind, ist es halt auch wirklich hier besser gelöst. Ja, ihr bekommt die Lampe bei S4 Supplies. Den Link blende ich euch gleich unten ein. Wenn euch das Review gefallen hat, liked uns, abonniert den Kanal, klickt auf die Glocke, damit ihr auch über neue Videos gleich informiert werdet, die auf dem Kanal erscheinen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, bye bye.